So, hallo, wir machen weiter bei Ori and the Will of the Wisps. Wir sind in der Trauerweide, das letzte Gebiet des Spiels. Und müssen uns hier darum kümmern, dass es der Trauerweide wieder besser geht, denn die ist auch überall komplett verfallen und zerfallen. Und wir müssen zu diesen Dingern hier jeweils hinkommen. Die da. Diese Knubbel. Und die kaputt machen. Das ist aktuell unser Ziel. Wir haben letztes Mal die Fähigkeit bekommen zu starten. Das heißt, wir können aus dem Nichts, aus dem Stand in solche Dinger rein. Oh, da will ich nicht runter. Und auch aus der Luft heraus können wir sozusagen jetzt so einen Boost auslösen. Das geht nur von der anderen Seite kaputt. Ist das der Rückweg? Ja, das ist der Rückweg. Okay. Oh! Hier ist sogar so ein Ding. Mach dich weg. Oh. Das war nicht so geplant. Okay, das ist interessant. Das rollt dann da runter. Okay. Ja, alles klar. Tschüssi. Okay. Dann halt so. Ja, gut. Rückweg, nicht ganz, aber so ähnlich. Falsche Taste. Gut. Und da ist noch so ein Knubbel. Zack, weg damit. Sehr schön. Es wird. Am Ende ist ja dann Schrieg vielleicht gar nicht mehr böse, sondern findet es total toll, dass wir das hier alles kaputt machen. Wir werden sehen. Aber ich fürchte, dass es so ähnlich wie gegen Kuro so ein Verfolgungsding dann am Ende wieder wird. Hieß sie Kuro aus dem ersten Teil? Ich habe keine Ahnung. Ich meine ja, weil das Viech... Oh, da ist so Schlotz dran. Das ist nicht so gut. Dann muss ich da anders rein. So nämlich. Und dann so hier raus. Okay, alles klar. Und dann hier rein. Zack. Und dann kommen wir hier raus und gehen hier hoch. Oh, da ist Gorligerz. Nice. Eins fehlt noch. Wenn wir das letzte Gorligerz noch gefunden haben, müssen wir erstmal ins Dorf zurück. Na? Und das letzte Gorligerz ist da oben irgendwo. Nee, wo ist es denn gewesen? Hier drüben. Also da kommen wir relativ gleich hin. Da kommen wir relativ gleich hin. Jetzt geht's erstmal hier runter. Zack. Und dann können wir jetzt den Anfang noch durchziehen. Gehen wir erstmal hier hoch. Das ist ja scheinbar nur das Teil. Schnell geholt und rein da. Wow, das war knapp. Das wollte ich nicht. Ich will das aus der Luft hier. Jawohl, zack, hoch da. Sehr, sehr schön. So, was haben wir hier? Ach! Ja, moin! Verkaufst du mir nochmal eine Karte, oder was? Ich habe nicht erkannt, dass der Verfall bis ins Herz von Niven vorgedrungen war. Aber im Angesicht dieses Übels hat sich Top zurechtgesorgt. Ah, ich krieg eine Karte umsonst. Sehr schön. Das ist doch mal eine schöne Sache. Zack. Jawollo. Wunderbar. Wunderbärchen.
Haben wir bisher irgendwas verpasst, außer das Ding? Da komme ich halt noch nicht ran, ne? Das haben wir gesehen, dafür muss hier dieser Schlons aufhören zu fließen. Also entweder der Schlons hört auf zu fließen oder wird halt zu normalem Wasser, sobald wir uns hier drum gekümmert haben. Die zwei Möglichkeiten gibt es. Ja, wir gehen kurz hier rüber, weil da ist der Teleporter. Einmal speichern. Und mehr ist hier drüben nicht, ne? Ja. Also haben sie schon wieder sehr schön gemacht, das letzte Gebiet. Also die Finalstimmung ist deutlich spürbar. So, gehen wir es mal hier längs. Ah, das ist der Rückweg. So, tschüssi. Da. Oh, das geht nicht weg, oder wie? Ja, dann muss ich so hier hoch. Okay, 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 okay. Ah, da unten. Ah, ich muss erst mal hier rein. I see. Das ist so schön alles hier dargestellt, ne? Ja, gut. Oh je. Aber es schießt immer noch hier weiter durch, das ist gut. Aber jetzt geht's doch dann... Ich musste es doch darüber... Ach, lol! Ich verstehe. Ich verstehe, das ist ja interessant gemacht, okay. So, habe ich ihn getroffen? Ja, der schießt jetzt hier erstmal durch. Den muss ich jetzt darüber lenken. Oder auch nicht. Ach, das muss ich selber aufmachen. Okay. Gut, weil dann muss ich ihn nämlich darüber lenken. Gut. Jetzt ergibt es mehr Sinn. So. Da ist er. Man muss ihn halt nur erwischen. Rein da. So. Jetzt schießt er nämlich hier durch. Und dann muss er jetzt da hoch. Und wenn ich jetzt da unten bin, muss ich den da reinlotsen. Ah, gut, dass ich nicht daneben geschossen habe. Das wäre ärgerlich gewesen. So, und bevor mir jetzt hier wieder irgendwas überrollt, machen wir erstmal volle Heilung. Aber das ist der nächste Schlons. Jawohl, sehr gut. Zack. Der erste ist kaputt. Komplett. Hilft das schon wassertechnisch? Nee, scheinbar nicht. Okay. Gut, hier haben wir nichts verpasst. Dann geht's jetzt hier hoch. Da ist nicht, da will ich nicht rein.
Wo bin ich denn? Hä? Ach, hier bin ich wieder. Okay. Rein hier und dann darüber. Ah! Hat fast funktioniert. Zack. Oh. Schwierig. Mein Gott, ich soll... Ich muss mich da doch nicht so rausschießen, meine Nerven. Einfach normal raus. Falsche Taste. Okay. Nein. Nein. Yes. Nein. Hilfe. Nee, das war doch gut. Geh doch da hoch wieder. Nice. Hier hoch. Nein. Oh, ich war fast durch, ne? Ich war fast durch. Ach, Mist. Aber jetzt kenne ich den Weg. Ja, es war schon ein bisschen leichter jetzt. Oh Mann, habe ich mich gerade angestellt. Okay, jetzt geht das kaputt. Und das nächste geht auch kaputt hier. Jawohl, zack. Er verliert immer mehr. An Verfall. Der Verfall verschwindet immer mehr. So rum ist sie richtig. So, wo ist jetzt kaputt gegangen? Hier. Ne, wo ist denn. Hä? Irgendwie hier ist was kaputt gegangen, ne? Ja, das nützt mir gar nichts. Ach so, das sind einfach nur zwei, drei Hindernisse, die sich dadurch aufgetan haben, auf dem Rückweg. Ja, okay. Einfach raus. Einfach raus. Okay, sehr schön. Wunderbärchen. Zack. Tschüss. So. Und jetzt sind wir hier mal direkt an dem Ding. Der Verfall trotzt uns, Ori. Der Weg zur Geisterweide ist uns versperrt. Ja. Nicht mehr lange. Wir arbeiten dran. Okay, das geht nicht weg. Das heißt, erstmal hier rüber. Da hat sich jetzt ein Teleporter aufgetan. Ah, okay. Ich wollte mich eigentlich elegant durcharbeiten. Das hat nicht so ganz funktioniert. Nee, nicht wieder zurück. War schon richtig hier. So, weg mit dir. Und da ist jetzt der Weg offen. Da standen wir vorhin schon mal. Da muss ich jetzt nicht nochmal hingucken. Okay. Na, geh doch rein! Nicht so ganz, was ich wollte. Sehr schön. Und tschüss! Drecksverfall. Paff! Das war's gleich. Wieder runter. Und hier raus. Und hier raus. Aua. Und dann mal gucken, ob ich irgendwas verpasst habe bisher. Nein, auch hier. Auch hier keine Kugel oder irgendwas ausgelassen.
Wunderbar. Dann gibt es nur noch den Weg hier hoch und den Weg hier rüber. Sehr schön. Prima. Dann läuft doch alles nach Plan. Halten uns nochmal hoch. Gehen hier rein und kommen hier raus und gehen hier rüber. Hier ist der nächste Teleporter. Nach unten wahrscheinlich. Ja, oh mein Gott. 3 Millionen Stück. Oh! Okay, Miniboss. I see you. Ich wollte schon sagen, der wird sich garantiert schnell wieder regenerieren dann auch. Kann ich ihn eigentlich auch selber angreifen, oder kann ich nur die Steine kaputt machen? Ich glaube, ich kann ihn nur so angreifen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ja, ich glaube, das Ding selber kann ich nicht. Okay. Mann! Okay, aber das war jetzt ordentlich. Sag mal. Dinger. Ah, die kann ich auch. Die kann ich auch zurückschicken. Und drehen wir uns gar nicht. Okay, cool. Ach nee, ich habe doch gerade alles kaputt gemacht. Frech. Das kriege ich selber ins Gesicht hier. Ah, nicht getroffen. Schade. Oh, ich kann ihn doch angreifen. Ah, gut zu wissen. Ich dachte, das geht nicht. Das ändert alles. Nice. Laserscharf. Okay. Sehr schön. Da hat der Verfall versucht, sich zu wehren, aber keine Chance. Okay. Wo sind wir jetzt eigentlich? Hier. Ich nehme an, dass der wieder hier hochführt und dann war es das mit dem Abschnitt. Aber wie komme ich in den Abschnitt hier rein? Also das ist der. Das ist der. Okay, so komme ich hier wieder raus. Aber wie komme ich in den anderen Abschnitt rein?
Entweder von da oben. Also das wäre halt möglich, denkbar, eventuell, aber irgendwie komisch, ne? Irgendwie komisch. Wait a moment. Der hier ist es, oder? Da sind ja die Dinge eingezeichnet und der hier hat noch keine Verbindung. Ja, dann gehe ich kurz vorher rüber. Dann porte ich mich kurz darunter. Dann porte ich mich kurz hier runter. Dann klären wir das so. Ach lol! Den habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, okay, das war jetzt auch nicht so gut. Hä, wo kam der denn jetzt raus? Kam der hier raus? Ah, okay. Ach, da unten rein. Ja, den habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, okay, alles klar. Dann ist hier nämlich das letzte Gorlik-Erz. Und der vorletzte Schlons. Knubbel. Oh, da komme ich nicht durch. Ups. Na. Ah. Und jetzt hier raus. Sehr schön. Ich heile mich erstmal. Ich glaube nämlich, sonst erledigen mich die Laser gleich komplett. Das wird da drin jetzt nämlich gleich sehr interessant. Aber ich glaube, ich dings mich einfach durch. So. Mann, ich will doch nur da oben hin. Ja, genau so. Genau so soll man das spielen. Indem man alle Energie verliert, die man hatte. Genau so spielt man das. Oben raus. Jawollo. Letzter Schlons, weg mit dir. Bam. Und es hängt nur noch oben fest. Es hängt nur noch oben fest. So, jetzt ist aber hier noch nicht der Ausgang. Genau, ich habe nämlich das Gorlik-Erz verpasst. Dafür müssen wir nochmal hier rein. Mist. Dann da drüben. Da. Ah, okay. Yes. Here we go. Letztes Gorlik-Erz. Nice. Damit haben wir alle. Damit können wir dann auch das Gebäude zu Ende bringen im Gebäude, die Bauten zu Ende bringen im Dorf. Sehr, sehr schön. Aber vorher werden wir natürlich noch das letzte Stück Trauerweide hier öffnen. So, prima. Ach, ich habe keinen Teleporter nach oben. Okay, ich muss selber hochgehen. Dann tun wir das. Na.
rein hier. Und oben raus und hier rüber. Jawollo. Es ist gleich zu Ende, du Drecksding. Ich muss hier hoch, okay. Hat fast gut funktioniert. Letzter Abschnitt. Wieso bin ich wieder raus? Hilfe! Oh. Wieso bin ich wieder rausgeflogen? Nee! So rum. Oh Gott, das... Okay, das wird interessant. Erstmal hier festhalten. Festhalten. Okay, da rein. Nee. Ich bin gleich wieder tot. Ich habe nichts, wo ich landen kann. Ah. Okay, da man das am Stück schaffen muss, muss ich mich erstmal hochheilen. Okay, let's go. Kenne ich den Weg, jetzt komme ich hier erstmal größtenteils ohne Schaden am Anfang durch. Ah, das war schlecht. Aber alles gut. Im Gegensatz zum letzten Mal haben wir jetzt ja noch genug Energie. Nein! Ich habe... Ah, fast. Okay, Energie... Ja, das ist nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es geht in die Richtung. Yes! Wir sind oben. Wir sind oben. Ich habe Knubbel vergessen, aber die Knubbel interessieren mich nicht. So. Das war's. Das war's. Der ganze Verfall löst sich auf. Oh, Knubbel 1. Komm, wenn wir schon hier sind, holen wir uns den noch mit. Die nehmen wir noch mit. Weil ich könnte mich jetzt ja auch wegteleportieren. Aber dann käme ich an die Knubbel nicht ran da oben. Das ist da oben, ich sehe das doch. Muss nur doch hinkommen. Ah, Mist, ich bin tot. Okay, neuer Versuch. Habe jetzt den Knubbel da drüben aber mitgenommen? Ja, der zählt noch. Sehr schön. Schon gesehen, wo ich hin muss. Ich muss es nur schaffen. Ist nichts Schwieriges. Aua. Nur noch darüber. Na bitte. Sehr schön. So. Und jetzt kann ich mich nämlich hier runter begeben, dass wir jetzt an das Ding ran. Jetzt müssen wir das Ding doch rankommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Es sollte mich sonst sehr wundern, wenn wir das nicht könnten. Ne, da ist immer noch der Schlons. Ist da ein Teleport, den ich nicht gesehen habe?
Da ist ein Teleporter, den ich nicht gesehen habe. Ich hätte mir das schon die ganze Zeit holen können. Ja, moin. Ich hätte mir das schon die ganze Zeit holen können. Okay. Okay. Und zwar genau da drüben. Alles klar. Ich dachte so, man muss halt hier, na, ja, egal. Okay. Optimal. Optimal. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Kerngesund. So. Dann machen wir jetzt Folgendes. Wir porten uns, naja, nicht ganz dahin. Wir porten uns hierhin zurück. Geben die letzten Gorlek-Erze ab. Dann haben wir nämlich wirklich alles gemacht, bis auf diese goldenen Knubbel eingesammelt. Ihr könnt mir gerne mal mitteilen, ob das jetzt wirklich wichtig ist, dass man diese goldenen Knubbel einsammelt. Also, dass man wirklich die 100% hat. Oder nicht, weil ich dann im nächsten Part das Spiel beende. So, dann kann man jetzt hier nämlich den Teil machen. Zack. Und dann haben wir das nämlich auch fertig. Schon komisch, wie etwas Dekor hier und da Stimmung hebt, was? Ob du es glaubst oder nicht, alle Träume, die ich für diese Lichtung hatte, sind jetzt zwar wahr geworden. Sind jetzt wahr geworden, dank dir. Nachdem ich erlebt hatte, wie der Sand meine Heimat zerstörte, war ich mir nicht sicher, ob ich die Kraft dazu habe. Aber ich habe mein Versprechen gehalten, Ori. Gemeinsam haben wir eine Zugflucht für alle geschaffen. Sehr, sehr schön. Komplettierer. Erfolg freigeschaltet. Das klingt doch sehr gut. Das klingt doch sehr, sehr gut. So, wo hat jetzt eigentlich was gemacht? Hier oben, oder? Irgendwo da. Irgendwo hier hat er noch was gemacht. Erfolg freigeschaltet, Handwerker. Jetzt geht's aber hier los. Alles auf einmal freigeschaltet. Ne, wo hat er jetzt was gemacht? Irgendwo ist noch ein Haus aufgegangen, glaube ich. Irgendwas meine ich gesehen zu haben. Aber ich weiß nicht wo. Da drüben vielleicht. Könnte es da oben sein? War das schon da oder ist das neu dazugekommen? Kenne ich dich schon? Ich kann es nicht erweisen, hier weiter zu erkunden. Oder vielleicht bleibe ich einfach hier und erzähle ruhig von meinen Entdeckungen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon kenne, aber... Doch, da waren wir schon drin, okay. Hier waren wir schon drin. Was hat er denn jetzt da neu gemacht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir standen bei einem Haus, aber... Na, egal. So, dann wollte ich hier noch kurz gucken, ob ich wirklich hier auch alle Waffen habe. Ah, ne, das ist der andere. Der Typ mit den Waffen war da drüben, ja. Ja, du warst der Typ mit den Waffen. Fehlt da noch eine? Ach, zwei fehlen sogar noch. Ah, das eine ist die Verbesserung und das andere ist... Okay, okay, okay. Ach nee, dafür... Oh, lol. Ah, verdammt. Das ist die Verbesserung von dem. So, wir haben das, aber wir haben es noch nicht als Stichflamme.
So rum ist es richtig. Okay. Aber damit haben wir jetzt... Ja, damit ist das jetzt hier ausgefüllt. Das war tatsächlich das Bauen. Ne? Und das ist jetzt auch ausgefüllt. Sehr, sehr, sehr schön. Prima. Ja, damit haben wir alles. Hier ist auch jetzt der Ring komplett voll. Stachel ist neu dazugekommen. Mal angucken, wie der funktioniert. Nice. Cool. Ich habe halt nie mit den anderen Waffen gekämpft. So, aber es ist auch einfach irgendwie nicht mein Stil. Macht aber ja auch nichts. So. Nee, das lassen wir auf regenerieren. Guck ich nochmal kurz hier, ob hier noch irgendwas Neues zu sehen ist. Ich hatte halt gedacht, irgendwo müsste noch so ein Haus aufgetaucht sein jetzt. Aber irgendwie ja nicht. Ne, hier geht's auch nur nach hinten. Aber ich werde schon hoffentlich nichts Großes verpassen, falls da irgendwas war. Ja, aber da ist auch... Nee, ich... Ich weiß nicht, wo wir da gestanden haben könnten. Als der da was gebaut hatte. Da hat er hier unten noch ein Haus gesetzt. Einfach so auf... War das schon da? Das war auch schon da. Ich hatte gedacht, dass noch irgendwo so... Also normalerweise ist ja immer, wenn man mit dem was gebaut hat, ist ja noch was aufgegangen. Aber ich weiß halt nicht, wo das sein soll. Ich habe es gesehen, dass wir da wo standen. Da war auch eine Tür offen, aber... Das war alles hier schon da. Und hier war ich gerade drin, ne? Ja, das war das. Okay, whatever. Egal. Gut. Dann passt es. Und wir haben ja auch die ganze Errungenschaft bekommen, also das sollte hinhauen. Ich kann auch nicht mehr sehen, was das jetzt war. Okay, dann soll es okay sein. Wunderbar. Dann schließen wir hier ab und nächstes Mal wird dann aufgeräumt. Und zwar so richtig. Kann ich kurz die Erfolge sehen? Sind die hier? Nee, hier sind die nicht. Hä, wo sieht man denn überhaupt die Erfolge? So, man sieht immer so Erfolge, da das und das alles aufgetaucht, aber wo werden die gespeichert? Also wo sehe ich die Erfolge? Gibt es irgendwo eine Liste von den Erfolgen? So, like. Wahrscheinlich im Hauptmenü kann das sein, so ganz im Hauptmenü. Oder Optionenerfolg? Bestens. Erfolge hier. Okay, was fehlt uns denn da? Okay. Schwierig. Verbessere alle Fähigkeiten. Okay, ja. Okay, das kann ich eh nicht machen. Okay. Zwei Geheimerfolge weiß ich da nicht. Ach so. Ach lol. Hier ist ja noch ein bisschen mehr. Okay, aber dann werden wir da auch nicht alles haben. Ist in Ordnung. Ja, das sind halt dann so diese Achievements, die so für die Hardcore-Spieler ist. Unter 4 Stunden. Ja, okay. Berühre kein verdorbenes Wasser. Aber da können wir jetzt mal gucken, was wir alles erreicht haben. Ah, mit den speziellen Waffen könnte man auch noch so Sachen machen. Geheimer Erfolg. Ich hatte doch vorhin dieses Laser-Ding bekommen. Was war das? Alle Geisterprüfungen haben wir, sehr schön. Alle Geisterschreine. Finde alle Sammelobjekte, klar, da... Moment, was fehlt noch? Ah, ja, wahrscheinlich gehören da die ganzen Knubbel dazu. Ja gut, das muss alles auch nicht sein. Ich würde gerne wissen, was dieses Laser-Ding war. Was war dieses Laser-Ding? Ach, wahrscheinlich einfach den Gegner zu besiegen. Das war wahrscheinlich einfach normal, diesen Gegner zu besiegen.
den Weidenstein besiegt. Ja, okay, also überhaupt keine überhaupt keine große Errungenschaft, sondern die kriegt jeder, der den Typ besiegt. Okay, gut. Dann jetzt auf zum Finale. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.